In diesem Video möchte ich euch einmal meine Lieblingsübergänge zeigen, die ihr kostenlos herunterladen und nutzen könnt. Und wie ihr diese herunterladen könnt und installiert bekommt bei Final Cut Pro, das zeige ich euch jetzt einmal. Wenn ihr einmal in die Videobeschreibung reinschaut, dann findet ihr dort einen Link, der führt euch direkt zu meinem Google Drive-Konto und dort könnt ihr dann einmal den Ordner herunterladen. Dieser nennt sich Transitions, also Übergänge für Final Cut Pro. Und wenn ihr diesen Ordner erfolgreich heruntergeladen habt, ist es wichtig, dass wir einmal Final Cut Pro schließen. Jetzt habe ich den Ordner hier zum Beispiel bei mir auf dem Schreibtisch. Ihr habt den vielleicht noch in irgendeinem Ordner, wo ihr es heruntergeladen habt oder wo auch immer. Wichtig ist, dass wir jetzt den Ordner Filme öffnen. Dazu könnt ihr einmal hier auf Gehe zugehen, wählen den Benutzerordner und hier haben wir einmal diese 5 Ordner, die uns angezeigt werden, worunter wir auch den Ordner Filme finden, den wir einmal benötigen. Ihr könnt natürlich auch diesen Ordner Filme direkt über die Suche im Finder suchen oder eventuell heißt das Ganze bei euch auch Movies, falls ihr eine englische Version von macOS bzw. Final Cut installiert habt. Wir öffnen jetzt für die Installation also den Ordner Filme. Dann haben wir hier Motion Templates, den wir ebenfalls öffnen und dann hier diesen Bereich Transitions, also Übergänge. Wenn ich jetzt diesen Ordner öffne, habe ich hier schon bereits die Dateien drin, also die Ordner, die ich schon heruntergeladen habe. Das heißt, normalerweise ist dieser leer, aber dann könnt ihr einfach auf euren Ordner gehen, den ihr heruntergeladen habt, so wie hier. Öffnet den einmal, markiert alles, kopiert das oder zieht das hier direkt per Drag and Drop in euren Transitions-Ordner rein. Keine Angst, falls ihr diesen Ordner bei euch nicht haben solltet, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht diesen ganzen Motion Templates Ordner, zeige ich euch gleich, wie ihr dann verfahren müsst. Alle anderen folgen mir jetzt einmal kurz weiter. Wenn wir jetzt also hier in Motion Templates und in Transitions die ganzen heruntergeladenen Übergänge eingegeben haben, können wir jetzt wieder Final Cut Pro starten. Wenn ihr jetzt also Final Cut Pro gestartet habt, könnt ihr hier auf diesen Bereich gehen mit den Übergängen. Das ist diese umgekippte Sanduhr. Und dann habt ihr hier schon einmal diese Kategorie Custom. Und dort befinden sich dann eure gerade eben installierten Übergänge. Und falls ihr das Programm Motion verwenden solltet oder besitzt, das ist eine Erweiterung zu Final Cut, könnt ihr hier einfach einen Rechtsklick drauf machen auf den jeweiligen Transition, also auf den jeweiligen Übergang und das Ganze direkt in Motion öffnen. Und auch hier diesen Übergang komplett nochmal für euch bearbeiten, verändern und individualisieren. Das war jetzt also schon die Installation der Übergänge. Was macht ihr, wenn ihr hier Custom stehen habt, aber das vielleicht gar nicht dort stehen haben möchtet, sondern dass vielleicht irgendwas anderes dort steht? Ein Ordner, den ihr selber erstellt habt. Das funktioniert auch. Dazu müsst ihr jetzt wieder einmal Final Cut schließen. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu den Ordner, wo wir gerade waren. Dazu könnt ihr auch hier Gehe zu und benutzte Ordner. Meistens ist so das letzte, was ihr da benutzt habt, mit bei. Hier ist dann also auch Filme mit bei. Gehen hier in Transitions rein. Und jetzt können wir uns hier einfach einen neuen Ordner anlegen. Den nennen wir jetzt mal Test 1, 2, 3, 4. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel diese hier alle nehmen und hier reinziehen. Jetzt habe ich hier noch einen übrig gelassen, um euch einfach noch kurz eine Sache zu zeigen. Denn jetzt wird noch dieser Ordner Custom angezeigt, weil dieses hier noch sich hier drinnen befindet. Würde ich diesen letzten jetzt auch nochmal hier mit reinpacken, würde Custom verschwinden. Ich zeige euch das jetzt einmal. Wir haben jetzt also 2 Ordner. Dazu öffne ich jetzt wieder einmal Final Cut Pro. So, und wenn ich jetzt hier bei Übergängen bin, habe ich jetzt wieder Custom, wo dieser eine Übergang noch ist, den wir jetzt gerade übrig gelassen haben. Und wir haben hier auch Test 1, 2, 3, 4, wo alle restlichen drinnen sind. Wenn ich das Ganze jetzt schließe, ich ziehe das jetzt hier wieder rüber und ich öffne wieder Final Cut, dann seht ihr hier, ist Custom verschwunden und wir haben nur noch Test 1, 2, 3, 4, wo alle Übergänge drin sind. Also diesen Ordner könnt ihr euch frei benennen. Aber was macht ihr, wenn der Ordner Motion Templates und Transitions überhaupt gar nicht existiert? Dazu kommen wir jetzt. Wenn ihr jetzt also diesen Ordner Motion Templates nicht haben solltet oder auch vielleicht hier diese 5 nicht haben solltet oder nur Transitions fehlen sollte, könnt ihr diese Ordner ganz einfach erstellen. Es gibt allerdings nur eine Sache, die ihr bei diesem Ordner beachten müsst. Und das ist eine sehr elementare Geschichte, denn wenn wir jetzt mal hier drauf gehen auf Transitions und wir gehen auf Informationen, sehen wir hier natürlich den Namen
Und hier bei Name und Suffix haben wir dieses hier noch mit beistehen. Das heißt Transitions und dann kommt das Wichtigste, was ihr hinzufügen müsst, nämlich Punkt und dann Localized. Dieses Wort mit dem Punkt zusammen muss am Ende hinzugefügt werden, damit es exakt so aussieht wie hier. Durch diesen Zusatz sozusagen wird das Ganze auch von Final Cut erkannt. Ansonsten werden diese Ordner nicht erkannt werden von Final Cut Pro. Hier gerne auch nochmal zu sehen die Information von allen Ordnern. Hier seht ihr, dass überall dieses Localize noch mit dran steht. Und auch hier beim Hauptordner Motion Templates, auch hier muss dieses mit dabei stehen. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, was mir persönlich aufgefallen ist. Und zwar, wenn ihr ein neues Projekt erstellt, so wie jetzt zum Beispiel ein neues Projekt, und ihr gebt hier an 4K mit der Auflösung und wählt 60 Bilder pro Sekunde, dann kann es sein, dass es zu einem kleinen Problem kommt. Und zwar habe ich das hier mal vorbereitet, um euch zu zeigen. Das ist jetzt mal hier ein Videoausschnitt, zwei Videos nur und mit einem Übergang. Und vielleicht fällt es euch direkt auf. Ich lasse es mal kurz laufen. So, Achtung. Das war ein ganz kleines Zucken vom Bild, also ein ganz kleiner Moment, wo das Bild schwächer wird. Und das ist genau diese Stelle, der letzte Frame nach dem Übergang. Ich zeige euch das hier nochmal im Detail. So, ich kann hier nochmal ein bisschen rangehen. Seht ihr das? Das ist der letzte Frame. So, und wenn ich jetzt einmal zurückgehe, Moment, so, seht ihr das? Dieses hier, genau das. So, hell, dunkel, hell. Und wenn ihr ein neues Projekt erstellt, also um das jetzt loszuwerden, und ein Projekt erstellt mit nur 30 Bildern pro Sekunde, das seht ihr hier oben, hier habe ich das nochmal stehen, und das ist das gleiche Projekt, dann habt ihr dieses Problem nicht. Also falls ihr dieses Flackern haben solltet, dann schaut einfach nach oder erstellt hier ein neues Projekt und nehmt hier 24 Bilder pro Sekunde, 25 oder 30. Bei 50, 59,94 und 60 Bildern pro Sekunde gibt es Probleme mit diesen Flackern. Das nur nochmal kurz als Tipp, wenn ihr es anwendet, dass ihr es dann auch richtig anwendet oder beziehungsweise wisst, woher es kommt. Hier dann nochmal abschließend die ganzen Effekte, die wir einmal haben. Also einmal Chromatic, einmal Pan Left, Pan Right, Rotation Left, Rotation Right, ein bisschen schütteln, Tilt Down, Tilt Up, Zoom In und Zoom Out. Das waren meine Lieblingsübergänge. Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen und habt Freude beim Basteln. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.